Vers 50. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, dessen Lotusfüße Ganesha stets auf den beiden Höckern seines Elefantenkopfes hält. Um die Kraft zu schöpfen für seine Aufgabe, alle Hindernisse auf dem Pfad des Fortschritts der drei Welten zu beseitigen. Erläuterung: Ganesha ist die Macht verliehen worden, alle Hindernisse auf dem Weg zum materiellen Wohlstand zu beseitigen. Und so wird er von jenen Menschen verehrt, die alle zu seiner Verehrung erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Er gehört zu den fünf Gottheiten, die als weltliche Eigenschaften besitzende Formen des Brahman verehrt werden. Fußnote 27. Hier bezieht sich der Autor auf die als Panchopasana bekannte Verehrungsmethode, bei der Impersonalisten Vishnu, Shiva, Durga, Surya und Ganesha als Repräsentationen des Brahman verehren. Ganesha ist ein Gott, dem durch göttliche Eingebung Macht verliehen wird. Und so verdankt er seine ganze Herrlichkeit ausschließlich der Gnade Govindas.